Am ersten kann man die Geschichte sehen von das Parfumflakon, wie die Leute leben und was sie gebrauchen für die Wellness oder für das Medizinwelt oder für die Schönigkeiten. Und dann sehr schöne Flakons mit architekturalen Formen und ja, ich finde sie sehr schön. Und dann auch die Aromas und die Düfte.